Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F, den letzten Part von diesem Projekt, Part 177, wenn ich mich nicht irre, der wahrscheinlich aber nur Finale 3 oder so genannt wird, von mir. Also, ja. Wir sind jetzt nochmal hier im Guardia-Schacht, und zwar direkt vor Lambda. Und, ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, die das Spiel jetzt nicht kennen, warum wir jetzt nochmal gegen diesen Typen kämpfen wollen, ne? Und ja, wieso geht der nicht einfach hier zu den Credits, lässt da sein letztes Statement ab und so? Und ja, ich meine, ist ja offensichtlich, der müsste den ja jetzt locker besiegen können. Er ist Level 200 und der war irgendwann mit Level 90 oder so, wenn ich mich zurückerinnere. Und ja, was jetzt passieren wird, ich werde jetzt die Cutscenes alle überspringen. Ihr könnt das alles unter Part, boah, ich habe gar keine Ahnung, irgendwann mit 100, glaube ich schon. Ist auf jeden Fall Finale 1 oder so genannt, oder Main Arc Finale, habe ich das genannt. Also ja, könnt ihr da gucken, die ganzen Cutscenes, weil Neues wird hier nicht passieren. Bis auf eine Kleinigkeit. Das werden wir schon bald sehen. Wie gesagt, die Cutscenes werden alle übersprungen. Wusch. So, Richard, na? Ja, Level 81, der ist verdammt schwach. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir ihn kaputt kriegen. Oh. Du kannst es wagen. So. Ja, das wird nicht lange dauern, als das Gefühl. Sehr gut. Ich weiß noch genau, ich habe irgendwie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad den gemacht, glaube ich. Und da hat der Kampf verdammt lange gedauert. Und jetzt metzen wir ihn einfach so wieder. Die geschworene Rache. Na, warte. Du kriegst jetzt alles zurück. Auch wenn ich überhaupt keinen Hass gegen dich habe, aber egal. Bams. So, damit haben wir Richard schon mal erledigt. Und nun? Ja, das ist nicht mein Final Form. Jetzt gehen wir zum letzten Kampf. Ja, wie gesagt, die ganzen Cutscenes könnt ihr euch... Mein Gott, wie viel hat das schon verballert? Die ganzen Cutscenes könnt ihr euch nochmal... Nein! Ich kann das nicht mehr aufladen. Verdammt. Die ganzen Cutscenes könnt ihr euch nochmal im Finale Nummer 1 angucken. Und ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Machen wir den jetzt auch nochmal fertig. Der finale Kampf erneut. Ungefähr 50 Parts oder so ist es her. Ungefähr. Den machen wir fertig. Was? 540.000. Lambda, der eine schreckende Macht durch die Energie des Thronkäfigs erlangt hat. Was? Lambda Theos, Level 180. Oh Gott. Wie viel Verteidigung? Ja. Wir haben jetzt eine richtig überpowerte Version von Lambda, die wir fertig machen können. Sehr schön, ne? Wir ziehen ihn fast gar nichts ab. Oh Gott. Worauf habe ich mich da eingelassen? Bin abgelehnt. Wie schnell hat sich das aufgeladen? Ja, okay. Buch der Stärke erfüllt nur seinen Zweck. Aber egal. Ja, Lambda Theos, der verdammt nochmal stärker geworden ist, nachdem wir Solomus erledigt haben. Was zum Teufel? Das finde ich ehrlich gesagt, es sollte Pflicht sein in Bams. In einigen Rollenspielen, das Bams. Das ist der letzte Boss, nachdem man irgendwie was Optionales gelöst hat, aus irgendeinem Grund stärker wird. Das fand ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, richtig geil. So, und ja. Ich glaube, am Kampf hat sich jetzt nicht so viel geändert, außer so. Oh mein Gott, den seine Elf-Leiste geht so schnell hoch, ne? Ja, im Kampf hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert, aber trotzdem, er ist verdammt stärker geworden. Und den Typen habe ich auch, glaube ich, versucht mal auf Chaos irgendwann mal. Und ich habe wohl so weggeputzt von dem, deswegen überrascht mich, dass das jetzt hier so locker läuft. Cherry bis zu Stein, was zum Teufel. Dann fragt sich bestimmt gleich zurück, ne? Ja, der hat schon fast die Hälfte verloren, wenn er zu weit geht. Zieht uns gar nichts ab. Also war Solomus doch nur ein ganzes Stückchen stärker.
Wahrscheinlich kommt das noch. Ich meine, oder kommt noch alles. Er teilt gleich bestimmt so richtig aus. Vor allem, der hat so viele Schwächen, ne? Der ist verbannt, sehr schön. Was bist du eigentlich eher anfällig? Gegen Angriffe, okay. Au. Ja, wir kommen ja fast, aua. Ohne HP-Verlust voran. Da finde ich schon mal gut. Und der ist schon wieder im Ding. Ah. Sollte vielleicht aufpassen. Seine und schon wieder ist jemand zu steil. Was machst du, Lambda? Ist ja wieder im Elf-Schub, was sagt sie dazu, ne? Ja, ungefähr jetzt. Mein Gott, 11? Was? Meine Güte. Jawohl. Noch rund um Schwäche reingehauen. Sword! Das hat gut abgezogen. Ja, vielleicht legt er jetzt richtig los. Oder wir hauen ihn einfach weg. Kann natürlich auch sein. Sehr schön. Au. Ma. Wir haben mich einfach so bitch slapped. Also, du bist der letzte Gegner, den wir hier noch. Wir sind alle sehr schlecht platziert. Autsch. Oh. Jetzt ist er gleich nochmal. Was? Ja, jetzt. Das hat weh getan. Hey, hör auf damit. Jetzt sind wir schon wieder in Schwierigkeiten. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt setzt er auch noch Magie ein. Das ist ein bisschen blöd. Zum Glück wehrt er ja schon so früh ab von meinen Augen. Dium, na? Was ist los? Kein Bock mehr auf uns. Ist auch schon lange her, dass wir mal gekämpft haben. Denn für ein Aua gab, als er sich verwandelt hat. Ja, meine PS3 geht auch ab. Die ist auch voll drinne gerade. Sehr schön. Ja, wie kommt es so vor, als wenn wir ihn gar nicht mehr irgendwann abziehen? Will ich mir rein. Wie sehr ich mir wünschte, meine Tier auch so eine Brecherfähigkeit wie in Cilia. Ja, mich triffst du nicht. Ha. Was? So werde ich schon getroffen. Ich war voll am anderen Ende der Karte. Vor allem Karte, ey. Okay, das ist der einzige Angriff, der uns bis jetzt wehtut. Habe ich herausgefunden. Na, wow. Ich dachte erst, den seine Augenlaserstrahlen haben so ein Feuer entfacht. Von Pascal. Dün, 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 dün. Ma. Jetzt sehen wir jemand ab. Sehr gut. Nehmen wir mal Hubert noch mitgenommen. Der wird auch noch ein paar Kombos hier reinhauen. Was? Oh Gott, was? Was hat denn? Wieso bin ich jetzt übrigens so davon imponiert, wie groß er eigentlich ist? Weil das ist ja nicht mal normal. Der ist gigantisch. Das ist ein Giant Rock. Was? Nein. Auf abzuwehren. Au. In der letzten Stunde habe ich irgendwie viel zu oft Au gesagt. Kann das sein? Ich habe ja vor einer halben Stunde habe ich ja noch den Kampf gegen Solomus gemacht. Ja, habe auch viel auf die Fresse bekommen. Oh Gott, was? Das hat wehgetan. So, Cheria, bist du bereit? Bams. Mein Gott, 11 Minuten. Ah, das ist viel zu lang. Geht weg von mir, geht weg von mir. Nein, nein. Sehr gut.
Warum laufe ich eigentlich? Hallo? Ich kann doch den ja. Nein. Nein. Wow, da bin ich sogar noch ausgewichen. Wie habe ich das denn gemacht? Lass mal aufhören, einfach so. Okay, wir haben auch so 12 Minuten. Und wir haben jetzt das Ding bekommen, wir Unverwundbarkeit von Pascal. Sehr schön. It's time. Expunging Swoto. Warte mal, was? Nochmal. Jetzt nochmal. Verdammt, hat nicht gereicht. Verdammt, das hätte so gut gepasst. Nein, Sophie. What could this happen? So. Du bist jetzt gleich dran. Verdammt. Ja, au. Okay, der war jetzt nicht... Wenn er gerade nicht mal seine Mystic Art raushaut, ist er gar nicht mehr so schwer. Wat? Wat? Wie du greifst, Sophie? Und du bist weg mit 666. Doch. Wurdest du gerade? Husch. Und skip. Ich möchte einfach nur zu den Crates gehen, da ist sicher. Skip. 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 Ja, hätte ich die jetzt alle nochmal abgespielt, dann wäre der Part locker noch eine Stunde lang gewesen. Aber haben wir ja schon mal alles gesehen, also. Er vereint sich mit Lambda. Er wacht auf. Alle sind wieder vor. Richard möchte ganz Monster hier töten. Pascal und Malik hier arbeiten in Fendel. Malik ist auch da. Was? Okay, nee, Pascal war nur im Fendel. Malik und Hubert sind da in Strata. Hier sind Sophie, Espel und Cheria. Oh, Blütensturm. Ja, so die Credits, sehr schön. Und jetzt trennen uns wahrscheinlich nur noch so ungefähr 10 Minuten bis zum Ende dieses Projektes. Ja, hier war jetzt etwas unprofessionell, wie ich den letzten Part hier gemacht habe, aber was soll's. Was soll man denn sonst noch machen? Motion Capture, Sophie und Poisson, beide gleich, okay. Richard und Kurt Bessel, egal. Ja. Hier waren wir schon mal, das kennt ihr. Und ja. Part 177 von Let's Play Tales of Graces F. Das, lasst mich jetzt mal nachdenken. Es war schon diesen Jahr, letztes Jahr. Das heißt, im, weiß ich nicht, muss ich mal zurückerinnern. Im August war das, glaube ich, oder Juni, August, September. Mai, Juni oder Mai kann auch sein. Begonnen im Mai 2013 und auch im Mai 2013 schon hochgeladen. Beendet am 27. Dezember 2014. Also ja. Weiß nicht. Gibt es irgendein Projekt, das jetzt so lange gedauert hat, bis es beendet wurde? Okay, gibt wahrscheinlich noch schlimmere Beispiele, aber ja. Das Projekt ist jetzt nach 1,5 Jahren zu Ende. Und jetzt will ich nicht direkt sagen, ja, Gott sei Dank, aber ich bin ein bisschen erleichtert. Weil irgendwann muss das Spiel auch mal beendet sein. Ich habe so viel Pause dazwischen gemacht, dazwischen kamen noch einige andere Projekte, die ich erst machen wollte. Und dann kam das Projekt hier immer ein bisschen auf der Schippe, was ich nicht so gut fand. Aber ja, jetzt muss ich mir darüber keine Sorgen mehr machen. Jetzt habe ich nur noch zwei Projekte am Laufen. Die laufen relativ schnell, würde ich jetzt sagen. Und ja, mein Statement zu dem Spiel habe ich, glaube ich, schon mal abgegeben. Ich finde es richtig geil. Jetzt hätte ich es nicht nach 1,5 Jahren, jetzt hätte ich es schon längst irgendwann aufgegeben und gesagt, nee, komm, geh weg.
Aber nein, ich habe weitergemacht, weil ich es weitermachen will, weil es mir Spaß macht. Und seit dem Release habe ich es, wenn ich mich nicht irre, ununterbrochen immer irgendwie gespielt. Egal ob privat oder Let's Play oder so. Also ja, das zeigt schon, dass ich großer Fan von dem Spiel bin. Tolles Spiel, tolle Charaktere, tolle Musik. Die Musik ist richtig geil. Musik ist eine der besten Sachen hier in dem Spiel, finde ich. Weil so in anderen Spielen wie Tales of Xillia oder so, was ich ja auch schon gespielt habe, weiß ich nicht, gab es auch gute Lieder. Hier finde ich irgendwie gab es bessere. Bisschen anderes Kampfsystem, was man gewohnt ist. Für mich war es ja eins der ersten Kampfsysteme. Das erste Tales of Xillia, ich glaube, ich gespielt habe, war ja Tales of Symphonia 2, Dawn of the New World. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, das hat mich jetzt nicht so gepackt. Dann kam, was ich gerne mein offizielles erstes Tales of Spiel nenne, Tales of the Abyss, das dann auch eins mein absolut Lieblingsspiel geworden ist. Dann kam Graces F irgendwann. Und ja, deswegen kann ich jetzt nicht so sagen, dass das... Ich sehe die Gesichter, ey. Das müssen sie irgendwann mal so zeichnen, ja. Diese Szene von dem... jetzt wollte ich Schneewittchen sagen. Ja doch, Schneewittchen war er doch. Cherry White meine ich natürlich. Also Schnee... Cherrywittchen oder was? Keine Ahnung. Also ja. Ich hoffe, einige Leute sind darüber gekommen und haben sich das Projekt ein bisschen angeguckt. So viele Aufrufe, ja, gab es zwar nicht bei diesem Spiel, aber was soll's. Irgendwann wird sich da bestimmt jemand angucken. Und hoffentlich dann auch bis zum Ende. Auch wenn ich noch in den ersten Parts so richtig unprofessionell war, so in Sachen Mikrofon, Aufnahmeprogramm und so, da war noch richtig blöde. Deswegen habe ich auch irgendwie so 25 Parts erst aufgenommen, danach irgendwann, weiß ich nicht, Pause gemacht, dann irgendwann mit neuem Equipment zurückgekommen. Und ja, dann habe ich irgendwann weiter durchgezogen. Ja, dann habe ich wieder Pause gemacht, dann habe ich wieder weiter durchgezogen. Ja. Nach Main Arc habe ich auch wieder Pause gemacht und dann irgendwann im Future Arc. Hideo Baba, ja. Oder wie ich ihn nenne, Gott. Ja. Und die Credits scheinen jetzt vorbei zu sein bald. Die letzte Szene können wir uns nochmal antun. Lang würde ich auch sagen, dass wir uns verabschieden können von diesem Projekt. Once there was a young boy who discovered a lost seed. He planted it in his yard and he took care of it every day. Over time, the lost seed grew up and blossomed into a beautiful flower. What do you think happened to the seed after that? It turned into a bright, shining star that watched over everyone. This was its way of thanking the boy who had been so very kind to it. Which star was it? Well, it's the one we all know best. Our favorite star of all. Und dieser Stern, der bin ich. Nein. Na, dieser Ring, da sind wir in den letzten Parts rumgelaufen. In den ganzen Zonenkäfig, das war das. Ah, sehr schön. Jetzt kommt der Titelbildschirm, ne? Ja, jetzt kann ich erst noch speichern, warum nicht? Speichern mal. Das allerletzte Mal. Und dann sage ich da, wo alles begonnen hat, auch auf Wiedersehen. Ich hoffe, einigen hat das Projekt gefallen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in irgendeinem anderen Projekt wieder. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Projekt.